Das Hochschulgruppen Get Together, das ist einfach ein deutschlandweites Hochschulgruppentreffen von allen Hochschulgruppen vom VDE. Insgesamt sind jetzt hier 35 externe Teilnehmer aus insgesamt 14 verschiedenen Hochschulgruppen hier in Kaiserslautern bei uns an der RPTU versammelt. Ich bin dabei, weil wir selber in der ETG immer recht viele Projekte zusammen auf die Beine stellen und es ist trotzdem immer wieder interessant, ist, neue Leute auch kennenzulernen und Impulse von anderen Hochschulgruppen zu bekommen und wir natürlich auch gerne selber weitergeben wollen, was wir so machen. Mir persönlich ist es wichtig mit der Arbeit, die ich im YoungNet mache und in meiner Hochschulgruppe, dass wir die Leute miteinander verbinden können, dass wir die Leute zusammenführen können und eine große Community aufbauen können mit jungen, engagierten Leuten, die sich für die gleichen Themen interessieren und gemeinsam Lust haben, was zu bewirken. Mein Herzensthema ist, auch wenn es ausgelutscht ist, Nachhaltigkeit. Mir ist halt wichtig, dass wir mit technischen Lösungen einen Beitrag leisten können. Dafür studieren wir Elektrotechnik. Wir sind hier jetzt gerade mit 8 Leuten aus Bochum gekommen und wir sind da hingekommen, weil wir uns ein schönes Wochenende erwarten und vor allem erstmal neue Leute kennenzulernen und alte Bekannte wiederzusehen. Das YoungNet ist das junge Netzwerk im VDE und das ist ein wichtiger Bestandteil des VDE, weil hier eben die nächste Generation an Techniker und Technikerinnen sich austauscht, sich vernetzt. Das ist super wichtig, weil genau das ja auch die Aufgabe des VDE ist, Leute aus der Technik zu verbinden, um die Themen voranzutreiben, um die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten, wie wichtig die E-Technik ist. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir gut ausgebildete Leute einfach zusammenbringen. Herzliche Einladung an alle, sich zu engagieren. Wir haben eine ganze Menge Hochschulgruppen bundesweit, wo man sich einbringen kann. Es gibt überregionale Formate. Einfach mal schauen, uns ansprechen. Wir freuen uns über jeden, der mitmachen will. Das Hochschulgruppen Get-Together hat begonnen mit der Exkursion bei der Smart Factory am DFKI. Und das war für mich besonders interessant, weil ich mich vor künstlicher Intelligenz besonders interessiere. Des Weiteren haben wir noch Vorträge von MLP, von Conceptua und von der Falzwerke-Gruppe. Wir haben zum einen ja durch unsere Vorträge den Bereich Energie und Energiewende auch abgedeckt. Zum anderen beschäftigen wir uns auch unter anderem damit, wie wir Struktur und welche Struktur wir in das VDE YoungNet einbringen können und wie wir das zu unserer eigenen Plattform nutzen können. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe richtig viele tolle, nette Leute kennengelernt, Kontakte geknüpft in ganz Deutschland. Super, ich komme wieder. Mega! Neues Level. Spannend. Warm, aber geil. Prächtig, gut. Ist super. Richtig gut. Viel Arbeit, aber geil. Inspirierend. Eventreich. Elektrisierend. VDE!